Ja, hallo. Wie ihr seht, habe ich es endlich. Ein 3DS mit so einem schicken Teil. Ja. Ja, ich habe es eigentlich geschafft. Ich habe mir eine 3DS Capture Card zugelegt. Und kann jetzt die Spiele hier spielen. Wow, der Ton geht ganz schön ab. Ja, unfassbar. Also ich habe Mario Kart gekauft und ich weiß nicht, wenn ich am besten Zelda durch habe, dann könnt ihr euch auf ein Let's Play hier drauf freuen. Und ich weiß gar nicht, ich kann euch immer die Geschichte erzählen. Und zwar habe ich dieses Teil schon etwa vor 2 Monaten bestellt. Schon sehr lange her. Moment, ja gut, der nimmt immer noch auf. Ja, ich habe mir das bei einer Seite runtergeladen. Ich kann die euch in die Beschreibung tun. Die heißt 3DSVideoCapture.com oder so. Und ist halt aus Japan. So, das heißt, ich habe mir da ein 3DS bestellt. Und, also, mit diesem Capture-Teil. Und das hat mich 415 Euro gekostet. Das ist ganz schön viel Geld. So, dann ist das erstmal angekommen zum Zoll. Die wollten dann auch nochmal 40 Euro dafür haben. Und dann habe ich das Ding endlich bekommen. Nur, ich weiß nicht, war das irgendwie auf einmal ein 3DS XL, der irgendwie gar nicht mal umgebaut war. Das heißt, es war ein ganz stinknormaler 3DS XL. Und ich dachte mir, ja, okay, toll, und jetzt? Nee, das habe ich gar nicht erst... Nee, das muss ich anders erzählen, Moment. Das habe ich erstmal gar nicht gewusst, dass der gar nicht umgetunt war. Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist, naja, es hat keinen Akku drin gehabt. Man konnte es nicht anschalten. Total komisch. Dann habe ich irgendwie im Forum nachgelesen, da hieß es dann auf einmal, ja, in Japan ist es eigentlich gar nicht mal legal, dass man hier Batterien, also so Akkus importieren oder exportieren darf. Alles klar, also haben die einfach die Batterie da vorher rausgenommen. Und das heißt, ich konnte das Ding gar nicht bedienen. Also bin ich auf Amazon gegangen, dachte mir, okay, ich bestelle mir so einen Ersatzakku. Hab das gemacht für 10 Euro. Das Ding kam an, aber dann habe ich erst bemerkt, dass es ein Akku war für den alten 3DS und nicht den XL und dass die Dinger tatsächlich unterschiedlich sind, weil das Ding viel zu klein war. Hat also nicht funktioniert. Das heißt, ich musste erstmal rausfinden, irgendwie, dass man kaum, dass kaum irgendwo Akkus für 3DS XLs verkauft werden. Dann habe ich mich umgeguckt und da gab es irgendwie so eine Seite, da konnte man einen für 30 Euro kaufen. Das habe ich dann auch dann sofort gemacht. So. Also bestellt, kam aber ewig nicht an und dann habe ich erstmal versucht mit diesem kleinen Teil, also von dem alten 3DS, das hat tatsächlich geklappt, den da rein zu tun in den 3DS und dann so irgendwie die Lücke dann zu stopfen, irgendwie mit Papier oder sowas und dann hat das Gerät tatsächlich funktioniert. Ja, dann irgendwann musste ich rausfinden, irgendwie klappt das mit dem ganzen Capture-Scheiß hier gar nicht, es hat überhaupt nicht funktioniert und dann ich war einfach mal total davon überzeugt, der hat einfach gar nichts eingebaut, also habe ich die Leute angeschrieben von der Firma und gesagt, ja, ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwas gemacht? Dann hieß es, nö, nee, warte, nicht so. Ich hab denen gesagt, ja, warte mal, ihr habt mir überhaupt was, ein total falsches Gerät geschickt. So habe ich das gesagt, genau, ihr habt mir ein total falsches Gerät geschickt, war eigentlich ein getunten 3DS und nicht ein ungetunten 3DS XL. Dann so, ja, okay, schick den zurück, wir machen dir einen neuen. Gut, habe ich gemacht, hingeschickt. In der Zeit kam dann mein Akku für den 3DS XL an. Tja, schön blöd. Und dann haben die mir dann den Ding zurückgeschickt. Also ein 3DS, genau das Ding, was ich habe. Ein schwarzes Teil, was umgebaut wurde, damit das jetzt auch funktioniert. Nur habe ich ganz schön viel Kosten umsonst ausgegeben. Also allein schon, wie gesagt, die 415 Euro dafür, dann 10 Euro für den einen Akku, dann nochmal 30 Euro für den nächsten Akku, dann nochmal 10 Euro für so ein Ladekabel. Und das Geld, das war wirklich umsonst, weil der 3DS, der jetzt gekommen ist, der hat nämlich alles gehabt. Der hat ein Netzteil gehabt zum Aufladen und der hat einen Akku drin gehabt. Ich dachte, die dürfen nicht. Jetzt machen die es auf einmal doch. Das heißt, ich habe jetzt voll viele Sachen umsonst gekauft, plus noch 40 Euro Porto übrigens. Oh Mann, das heißt, ich habe so tief in einfach mal die Geldkasse gegriffen. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, ich bin pleite, aber ich habe momentan echt kaum noch Geld zur Verfügung. Weil einfach mal alles dafür draufgegangen ist. Ich hätte niemals gedacht, dass man so viel Geld dafür ausgeben muss. Und hätte ich die Wahl, das rückgängig zu machen. Ich würde das sofort rückgängig machen, ne? Aber, na, jetzt habe ich dieses Ding. Und, gut, jetzt kommt meine Battle-Aktion.
Nein, nicht Battle, aber es ist ja eine Entscheidung an euch. Ich habe mir bei PayPal halt ein Spendenkonto gemacht, wo ihr, wenn ihr Lust habt, mir Geld schicken könnt. Vielleicht, also gerade hierfür, damit ich das vielleicht ein bisschen so wiederbekomme und so, damit für eure Unterhaltung. Wie gesagt, ich glaube, naja, aber ich glaube, man muss auch 18 sein oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob man kann nicht einfach so ein Konto machen. Das ist ja eure Sache, ne? Ich will euch ja nicht zu welchen Sachen anstiften und na, wenn ihr wollt, ne, könnt ihr mir halt gerne Sachen spenden. Ich habe das auch auf meinem Kanal mein Spendenkonto. Damit vielleicht ein bisschen was von dem Geld wiederkommt. Ich weiß gar nicht. Ich bin nämlich gerade total blank irgendwie durch die ganze Aktion. Naja, gut, das waren so viel dazu. Das verlinke ich euch dann alles. Also die Seite verlinke ich euch und mein Spendenkonto verlinke ich euch. Ich wäre euch mega, mega dankbar. Egal, selbst wenn ihr nur so Krötenbeträge wie in Euro oder sowas spendet, wäre ich euch dennoch dankbar. Ich meine, Geld ist halt Geld. Ja, und ich denke, dann hätte ich eigentlich genug gesagt, ne? Also bald werde ich Mario Kart 7 spielen. Ich weiß gar nicht, gefällt euch die Auflösung so oder soll ich die noch irgendwie abändern? Weil ich habe auch noch große Probleme momentan damit, eine gute Qualität zu finden. So kann ich eigentlich perfekt aufnehmen. Nur zum Beispiel bei Mario Kart 7 braucht man ja mehr den Topscreen anstatt dem unteren Screen. Ich weiß gar nicht. Also, dass man den dann kleiner macht. Muss ich halt noch gucken, ne? Aber ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören vor allem, weil auf dem Bildschirm ist ja nicht viel passiert, außer so ein drehender Mario. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei Mario Kart 7. Also bis dann.